So, da sind wir wieder bei Sons of the Forest. Wollen Sie mir folgen? Wenn wir da hinten nicht mehr weiterbauen können, weil du immer rausfliegst, direkt wenn du irgendwas nur setzt. Danke, Spiel. Ich glaube nicht, dass ich da erfolgen will. Kannst auch gerne M drücken. Wir müssen zu dem grünen Punkt. Siehst du ihn? Okay. Okay, ja. Ich denke mal, diese Lags, die wir da haben, die sind halt wirklich dadurch zu schulden, dass der wirklich alles updatet, was da dran hängt. Und die ganzen Schatten und alles, denke ich mal auch. Was ich komisch finde, weil das hat er bei unserem extremst langen Weg, den wir da gebaut haben, auch nicht gemacht. Welcher extrem lange Weg? Welcher extrem lange Weg bist du? Alzheimer? Ich kann, hä? Ich kann mich an keinen extrem langen Weg erinnern. Oder meinst du das Brückensystem? Das Brückensystem. Ich meine, das ist bei weitem nicht so breitflächig und auf einer Stelle konzentriert wie die Platte. Über extrem lang. Ja, aber ist eben so lang, dass da die Hälfte für wieder rausgerendert wird, wenn man da wo steht. Denk mal, dass wir auffüllen. Denk mal, dass wir auffüllen. In welcher Richtung? Was, welche Richtung? So. So? Nein. Oder so? So. Okay. Hier. So rüber. Hä? Das hat nichts damit zu tun, wie man es reindickt. Doch, das muss dann immer seitlich sein von der Laufrichtung. Warum? Das weiß man doch. Hä? Warum? Sollte. Hier lädt übrigens mein Inventar auf. Ja. Und nicht erst nach einer Minute. Aber warum sollte man entgegen der Britzelchen laufen müssen? Ich ungewohnt erfahren können. Ungewohnt. Ich bin mir gerade beide nicht unser Besten. Soundsystem, keine Ahnung. Ja. Der ist aber einfach nur mit hoch. Dass jetzt so ein Hall drin ist. Den ich nicht höre. Oh, nie, wo ich höre mal was. Was nicht mehr von der. Das ist sogar ein Fan. Nicht mehr lang. In der Nähe ist übrigens auch ein Lager von denen. Oh, Musik. Oh, Netpath. Dann wieder. Ja, warum nicht? Ich habe uns festgestellt, in Option kannst du machen bei Gameplay, dass die Animation übersprungen werden, wenn du was brauchst. Welche Animation? Ja, wenn du da das Ding hochhebst zum Beispiel. Muss ich nicht. Okay. Geht dann aber schneller. Ich kann das auch einfach, indem ich weiß, wie ich es rausnehmen kann. Hä? Ja, du. Wenn du von einer bestimmten Richtung aus das da rein tust, ist dir das auch manchmal scheißegal, dann überspringst du es einfach von selbst. Ich meine, die Animation, dass du das Ding niederlegst, hast du einen Tonstimm, oder nicht? Manchmal, manchmal nicht. Ja, die überspringst du dann auch.
das hochziehen. Das macht er manchmal. Manchmal macht das nicht. Sag, wie macht das nie? Aber auch nicht alles so, wie du einfach automatisch da reinstellst. Weil ich nicht unendlich davon habe. Okay. Dann bleib eben ineffizient da noch. Neppifizent. Genau. Neppifizent. Wer ist das? Wahrscheinlich irgend so ein Brite wieder. Warum? Ist das nicht toll, wenn man hier den vierten reintut und nichts passiert? Ja. Du meinst, es passiert was, und das Spiel geht weiter. Da drüben passiert erstmal nichts für 10 Sekunden. Aber das Gefühl, die Entwickler haben das Spiel nicht vernünftig getestet, sonst würden wir ja wissen, dass sowas passiert. Ich habe eher das Gefühl, dass du wahnsinnig bist. Nein. Doch. Ich meine, ja, das Spiel ist nicht gut optimiert, aber auch auf keinen Fall für sowas ausgelegt. Von Grund auf nicht. So, was machen wir hier? Entdecke ich mich auch noch. Ich muss gerade gucken, was wir hieraus noch machen. Okay. Ich meine, wir könnten es zu einer größeren Sache noch machen, aber dafür bräuchten wir halt das Buch. Die Seite. Wo jetzt sind die Liter, Manfred? Nebenraum. Müssen wir wohl dann ein bisschen korrigieren, aber das wird ja gar kein Problem sein hier. Äußerlich schon, dass wir jetzt endlich all die ganzen tollen, schlechten Warner Brothers Spiele spielen können, vielleicht. Wo Leute immer sagen, dass die schlecht wären und wir die dann spielen und uns einfach nur denken, ja okay, annehmbar. Doch. Inside out, leben da wieder locker. Wir haben auch nicht mehr Suicide Squad weitergeguckt, ne? Ja. Warum nicht? Keine Ahnung. Sollen wir nicht mal weiter gucken? Nein. Warum ist das jetzt weg? Keine Ahnung. Spiel. Warum hat er das einfach entfernt? Und ich kann es da gerade auch nicht. Jetzt hier kann ich es wieder hin tun. Das ist einfach entfernt. Das Spiel. Würdest du, wenn wir irgendwann halt mit Baldur's Gate fertig sind und dann Divinity spielen, überhaupt noch eine Playo machen wollen, oder wird es ein anderer Charakter? Ich weiß es nicht, muss ich gucken, ob ich da jemand Schönes hinmachen kann. Ich meine, da ist die Dings halt bei weitem, also immer noch sehr ausgiebig, die Character Creation, aber bei weitem nicht so detailliert wie bei Baldur's Gate, weil Helder ist man, hat man nie so eine Cinematic-Einstellung von, wenn man redet. Da ist man immer redet. Ja. Wow. Ja.
weil es ja wirklich solche Einstellungen mag, dass die von oben sind. Solche Spiele erinnern mich dann immer an League. Ist halt so von oben von, und von der Seite, wie bei Baldur's geht. Also mit dem Exercise. Ja. Aber zum Glück ist das nicht League. Das ist ein gutes Spiel, Divinity. Warum spielen Leute überhaupt League? Sind die dumm? Ja. Wo siehst du da den Spielspaß in dem Spiel? Ich habe ihn noch nicht gefunden. Der Spielspaß kommt daher, wenn du irgendwann mal irgendwie... Babys. Keine Ahnung. Ich kann meine Revolver nicht ziehen, what the fuck? Okay. Sehr langsam kämpfen übrigens, hab keine Energie. Gut. Ich sehe, du hast wieder so einen Stein gebaut. Gut, dass es nicht aufgefallen ist, solange ich den gebaut habe. Da war ich da hinten. Muss das immer sein auf mich? Ja. Eine Sache, die ich bei Divinity aber schlechter finde als bei Baldur's Gate, ist, dass man nach dem Anfangsgebiet nur Singleplayer 3 oder Coop halt dann 2 NPC-Companions dabei haben kann. Anstelle von aller, die einfach dann in einem Lager abhängen. Wie sagst du denen dann einfach nur? Mehr oder weniger. Irgendwo übrigens noch ein Baby. Unter Wasser, wahrscheinlich. Können die durch ihre Nabelschnur unter Wasser überleben? Kinder, Babys halten instinktiv unter Wasser die Luft an. Wie dumm oder so? Ist. Die haben doch eine Taucherglocke. Du meinst eine Tauchblase? Das Baby ist unter der Erde. Nein, da unten ist es. Guten Tag. Da, ich sehe es. Zückt da rum. Wo ist? Jetzt soll ich da reinschießen. Hä? Sie ist nicht mehr. Jetzt ist es hier drunter irgendwo. Da, guten Tag. Da sind 2. Komm raus. Ich kann hier unten nicht stehen. Du kannst hier oben reinschießen einfach. In das Loch. Und die Schüsse sitzen. Der Schmutz ist weg. Zähl it again. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das weitermachen mit der Burg. Ja. Jetzt kann ich immerhin selber wieder was bauen. Ja. Ich meine, wir wollten im Endeffekt auch nur sehen, wie weit wir das Spiel noch treiben können. I guess. Noch geht's ja. Bei mir nicht kaputt, aber bei dir. Ja. Und das ist nicht mal eine Sache vom PC oder sonst irgendwas, das ist halt einfach nur das Spiel.
Ja, weil sie ist halt überhaupt nicht ausgelastet von dem Spiel. Genau nicht. Ich meine, natürlich deine nicht, wenn es meine nicht ist. Deine ist besser als meine. Ja, aber ich habe nebenbei noch Chrome laufen mit über 40 Tabs, also... Ja. Okay. Gut. Oh, wo? Irgendwo rechts von mir. Da unten? Hier hinten, der Typ. Guten Tag, wie geht's denn so? Ich sehe niemanden. Ja, da. Da hinten ist einer. Ich meine, da hinten neben ist auch ein Lager. Neben dir ist einer. Nicht in der Richtung, da. Ja, den habe ich doch schon gesehen. Ich habe gedacht, da lebt einer. Nö. Einfach auf dich hinlaufen lassen und nicht abschießen. Wie du dich instinktiv blocken, dann zu dem gedreht hast. Oder hättest. Nicht, dass Blocken hier großartig was bringen würde. Warum ist hier noch ein Block-Button drin, wenn das nichts macht? Keine Ahnung. Die schlagen da halt trotzdem durch. Ja, aber parieren tut hier ja keiner. Ja. Ich glaube, keiner hat das Parieren bisher so wirklich drauf. In dem Spiel. Guten Tag, Matti. Habe ich hier gerade noch einen gesehen? Nö. Okay. Weißt du, welche Videos sich hier zu diesem Spiel besser geklickt haben als die eigentlichen Let's Plays? Hä? Fucking Tutorials. Gut. Weil Leute das selber gespielt haben und einfach nur wissen wollten, wie die fucking die Pistole finden oder sowas. Gut. Weil die auch alle mit dem falschen Gedanken ans Spiel auch wieder rangegangen sind, von wegen, oh, ich mach das ja fertig spielen, tschüss. Und bestimmt irgendwelche korpulenten Arschlöcher. Die haben es tatsächlich nicht mal vernünftig gespielt, die kamen nicht mal weit. Sind noch nicht einmal in irgendeine Höhle reingegangen. Gut. Und sind irgendwie schon gestorben, recht früh. Jetzt gut. Kommen die von der anderen Seite. Virginia hat die einfach da lang laufen lassen, übrigens. Wohin gehen sie denn? Ich auch Virginia schießen. Ich habe auf den Typen auf den Bogen geschossen. Du hast auf die geguckt, während du das gemacht hast. Das ist ein komischer Netcode. Gut gemacht, das Spiel. What the fuck? Kommt das so ein Adler oder Falk oder was das war? An und stellt den Kopf. Neben dir ist er noch gewesen. Er geht wieder. Silenced Shotgun. Bist du doch gerade hinterhergegangen? Wie kommst du dann aus der anderen Richtung schon wieder an? Jimmy. Oder so. Da kommt er hinten. Da hinten steht aber ein Typ. Der ist gerade aufgestanden bei mir, einfach. Der hat da gelegen und ist aufgestanden. Ja. Auferstanden. Warum ist da einfach nur so ein Block, aber nicht mehr drin? Muss der auch wieder so hell erleuchtet werden? Ich meine, sonst siehst du ihn nicht.
Da muss vor allem... Ist da ein Bett drin? Nö, noch nicht. B, wie Bett. Das hier soll übrigens wie so eine überdachte Brücke sein aus Holz. Warum habe ich keine Stöcke? Ich sehe nichts. Die Folge ist vorbei. Ich weiß. Wollen wir die Folge beenden? Aber wir wollen erst speichern und dann Aufnahme beenden. Für heute. Wow. Ja. Wow. Wow. Ja, ich habe gerade noch welche aufgehoben. Speichern. Man kann nicht mal durchs Loch durch speichern. Da ja. Oben ist übrigens noch ein Loch frei. Was? Nee. Doch, hier, wenn du hier durchguckst, seht ihr den Wald. Achso, da. Deine Sterne. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession, wo wir scheinbar nicht mehr dort hinten weiterarbeiten werden, sondern hier vorne. Ja. Mal gucken, was dann dabei rumkommt. Hat mich inzwischen Sounds? Ja. Schade. Bist du gerade tot runtergefallen? Nein, ich hab's überlebt. Gut. Irgendwie habe ich das überlebt. Ciao.